liebe Schwule, liebe Lesben, liebe Bi, liebe Transgender, liebe Hetero, sind ja auch welche dabei. Ach, es ist so schön, wieder bei euch zu sein, hier beim großen CSD in Köln. Das ist immer Weihnachten, Silvester, Geburtstag und CSD in Köln, in der Hauptstadt der Bewegung, bei einem riesengroßen Fest. Aber es ist nicht nur ein Fest hier in Köln, sondern es ist auch die größte politische Demonstration für gleiche Rechte, wenn wir noch lange nicht am Ziel sind, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Woche war eine ziemlich gute Woche. In dieser Woche haben wir nach über 30 Jahren erbitterten Kämpfen die Atomkraft beendet. Und das war allerhöchste Zeit. Und ich sage euch, wir haben mindestens genauso lange gekämpft für gleiche Rechte und für gleiche Liebe. Wir haben gekämpft genauso lang gegen Kriminalisierung, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, gegen Häme, gegen Gewalt, gegen die Angst, die es gibt und gegen die Scham. Und wir kämpfen genauso lange dafür, dass es selbstverständlich wird, überall in unserem Land, in Köln und in Altötting, proud to be out sagen zu können, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt muss ich auch mal was sagen. Jetzt war ich letztes Jahr hier und vorletztes und vorvorletztes. Und ich sage, es reicht uns langsam. Es reicht uns. Wir haben keine Geduld mehr. Wir wollen nicht mehr warten. Und vor allem wollen wir nicht mehr bescheiden sein. Wir haben endgültig genug von einer engen, von einer spießigen, von einer muffigen, von einer vorgestrigen, ewig gestrigen, verbotenen Politik, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben genug von einer schwarz-gelben Politik, die sich bürgerlich-liberal nennt, die aber bestenfalls kleinbürgerlich und alles andere als liberal ist, sonst würde sie nicht regelmäßig Besseres ablehnen. Es geht uns an diesem Tag um Demokratie, aber es geht uns nicht um ein bisschen Demokratie, sondern um echte Demokratie. Es geht um Gerechtigkeit, aber nicht um ein bisschen Gerechtigkeit, sondern um wirkliche Gerechtigkeit. Es geht uns um Menschenrechte, denn Schwule, Lesben, Transgender sind auch Menschen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht uns um Gleichstellung, es geht uns um Akzeptanz und es geht uns um Vielfalt. Ja, es geht um Liebe. Und Liebe ist doch nicht heterosexuell. Die Würde der homosexuellen Liebe ist auch unantastbar, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt sage ich, was Albert und was Charlene können, verdammt nochmal, das muss auch Arndt und Sven können dürfen, wenn sie unbedingt heiraten wollen. Das werden sie dann schon sehen, was sie davon haben. Wir bleiben dran, und zwar alle zusammen. Und wir hören nicht auf. Und wir werden immer mehr, die sagen, was wir wollen. Wir wollen die Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz, weil es darf keine Diskriminierung von homosexuellen Menschen geben. Wir wollen endlich einen nationalen Plan gegen Homophobie, denn es gibt Gewalt in diesem Land. Es gibt Angst und auf dem Schulhof ist schwul ein fürchterliches Schimpfwort geworden. Wir wollen die volle Gleichstellung, zum Beispiel im Steuerrecht bei den Beamten, und zwar mit Rückdatierung auf das Datum, wo das Antidiskriminierungsgesetz angefangen hat. Wir wollen endlich das uneingeschränkte Recht für die Ehe. Ehe kann nicht heißen, ich will, ja, ich will, duldet keine Zweiklassengesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen das Adoptionsrecht. Kinder brauchen Liebe, ja, aber Liebe kann Vater und Vati geben und Liebe kann Mutter und Mutti geben. Auch das wollen wir. Und wir wollen, ich will, dass die Frauen Weltmeisterinnen werden im Fußball.
ziemlich egal, wer ihn tritt, ob hetero oder lesbisch, Hauptsache der Ball geht ins Netz. Danke!